Hans Meerstong. Seine Kollegen und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Um halb eins. Warum glauben Leute, die man mitten in der Nacht aufweckt, eigentlich immer, sie hätten die einzigste Uhr weit und breit? Wir waren mitten in einem Traum. Weißt du, wovon ich geträumt habe? Es brennt im Golf von Tehuantepec. Nee, ich träume nie von Brennen. Ich träume immer vom Fliegen. Also, ich fliege gerade so schön durch eine Häuserzeile durch. Rat mal, wer mich gerade angerufen hat. Keine Ahnung. Bill Brady von Brentford Petrol. Die brauchen uns. Wieso kommen die denn gerade auf uns? Den Kram für Brentford Petrol hat er sonst immer der Ganove gefahren, der Fernandes. Das ist es ja. Die haben bei Fernandes angerufen und da ist niemand ans Telefon gegangen. Das ist doch die Gelegenheit, auf die wir immer gewartet haben. Am Bahnhof steht ein Container mit Zeug für Red Adair und seine Leute und wartet darauf, sofort nach Pedicillo gefahren zu werden. Immer nicht so hastig. Was ist denn da drin in dem Container? Keine Ahnung. Irgendwas, was er braucht, um das Bohrloch zu sprengen. Franz, die Hauptsache ist, das Zeug kommt schnell an. In welchem Zustand ist denn die Straße? Das ist mir vollkommen wurscht. Wenn wir es fertig bringen, Fernandes auszuschalten, weil wir in 2 Tagen das Zeug am Meer haben, haben wir die Möglichkeit, in Zukunft alle Aufträge von Brentford Petrol zu kriegen. Weißt du, was das heißt? Nee. Das ist ein Riesenladen. Da können wir 20 neue Lastwagen kaufen oder 30. Erstmal ankommen, das ist die Devise. Soll ich dir noch einen Kaffee machen, bevor du fährst? Nee, brauche ich nicht. Ich brauche auch die 20 oder 30 neuen Lastwagen nicht. Ich kann sowieso bloß einen fahren. Das Einzige, was mich wirklich reizt, ist, dem Fernandes eine rüberzuziehen. Gracias, amigo. Was ist denn jetzt los? So, und jetzt mal die Hose runter, bitte. Danke, vielleicht mal lächeln. Den Daumen nach oben. Kann es auch der Finger sein? Aber immer, mucho optimistico. Gut machen Sie das, Sie sind talentiert. Aber nicht für ungut, Kollege. Sie sind der Mann, auf den ich seit einer Stunde gewartet habe. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist Korf, Hans Korf. Ich werde mit Ihnen fahren. Warten Sie einen Augenblick, ich hole nur meine Tasche. Nee, Sie brauchen sich nicht zu ereilen, Mann. Weil ich nämlich sowieso ohne Sie fahre. Ich glaube, Sie haben mir nicht wirklich zugehört. Die Firma will die Reportage und ehrlich gesagt, ich auch. Welche Firma und welche Reportage? Brentford Petrol. Wir beide sind auf derselben Gehaltsliste. Hören Sie zu. Einstieg für die Story habe ich schon. Das zur Löschung des brennenden Bohrlochs benötigte Material im Wettlauf mit der Zeit an seinen entlegenen Bestimmungsort zu bringen, kämpft ein deutscher Kapitän der Landstraße mit allen Widrigkeiten. Hm? Die Widrigkeit, mit der ich im Moment zu kämpfen habe, sind nur Sie. Okay. Ich meine, wir müssen ja nicht gleich heiraten. Das wäre ja auch noch schöner. Ich mache einen Vorschlag. Ja? Ich kümmere mich um Ihre Arbeit überhaupt nicht und mische mich in gar nichts ein. Ist das ein Wort? Das ist mal ein Schuss mitten ins Schwarze, Amigo. Ich mache meins und Sie machen Ihres. Und zwar fein säuberlich voneinander getrennt. Nein, Sie haben mich noch nicht verstanden. Keine Chance, Kapitän. Wir gehören ab jetzt zusammen. Die Firma will eine Reportage über Sie, weil das gutes PR-Material gibt. Hm? Die Fahrt von hier nach Pedicillo dauert 2 Tage und 2 Nächte. Mindestens. Pinkeln und tanken nicht gerechnet. Das ist für 2 Leute, die sich nicht leiden können, in der engen Kabine ein ganz schöner Trip, mein lieber Schwan. Ich hab nichts gegen Sie. Das ist die eine Seite der Angelegenheit.
Die andere ist, dass ich Sie ziemlich unsympathisch finde. Aber soll ich mich mit Ihnen rumstreiten? Hier, rufen Sie die Firma an, fragen Sie nach Bill Brady. Wenn Sie mit dem gesprochen haben, dann werden Sie mich lieben. Was werde ich Sie lieben? Wer ist denn Bill Brady überhaupt? Big Boss oben in Padecillo. Na schön. Nehmen Sie mal den Klotz hier weg. So geht das. Danke. Also dann entscheide ich jetzt, dass ich Sie mitnehme. Nicht Bill Brady, sondern ich. Und wenn Sie mir unterwegs einmal auf die Nerven gehen, dann sind Sie entlassen. Alles klar, Kompadre. Hagan lo que puedan, pero deténganlo, deténganlo a este Franz Murdoch. No problem. No problem, no problem, par de pendejos. Si esta vez me fallan, los amarro a un burro y los mando al desierto de Sonora. ¿Entendido? No se preocupe, tío. No problem. Waren Sie schon mal in Padecillo? Nein. Ein Drecksnest. Was ist denn da passiert in Padecillo? Brand im Kesselraum, könnte man sagen, Kapitän. Das schwarze Gold verwandelt sich in schwarzen Rauch. Und das schon seit einer Woche. So tief kann der Ölpreis gar nicht sinken, dass mir bei dem Gedanken, wie viel Geld da schon verbrannt ist, nicht übel wird. Da ist nämlich ein gutes Bohrloch da oben, das Beste in der Gegend. Die Firma ist in ziemlicher Bedrängnis. In der Haut von Bill Brady möchte ich nicht stecken. Brady ist wohl der große Zampano da oben, was? Noch. Aber ich schätze, wenn der Zauber vorbei ist, dann werden einige Köpfe rollen. Und deiner, denke ich, ist darunter. Was hat er denn ausgefressen? Hat er eine brennende Kippe ins Bohrloch geschmissen oder was? Niemand weiß, wie das Feuer angefangen hat. Aber vor allem niemand weiß, wie es ausgeht. Am Ende steht jemand mit bekleckertem Hemd da. Das ist sicher. Und das Zeug, was ich da hinten drauf habe, wozu ist das gut? Das ist Red des Erst Geheimnis. Ich schätze, er wird versuchen, das Bohrloch auf dem Meeresgrund zuzusprengen. Und im entscheidenden Augenblick sind Sie mit Ihrem Fotoapparat da und knipsen ein paar schöne Fotos für die Lieben daheim. Was? Jetzt müssen wir mal hinkommen, Kumpel, Sie und ich. Ich meine, Sie fahren ganz ordentlich bisher. Ja, vielen Dank. Aber diese Spedition Morales, für die Sie kutschieren, ich weiß nicht. Vorsichtig, ja? Vorsichtig. Der Besitzer im Knast. Die Bilanzen eine einzige Orgie in Rot, die Chefin eine abgewrackte Tussi, die nicht mal ein Pancho ans Gaspedal kriegt. Tussi? Warte mal, verehrter Landsmann, würden Sie sich eigentlich sehr wundern, wenn Ihnen mal einer aus dem Maul haut? Ich wundere? Ich wundere mich nie. Schade. Für einen Reporter? Würden Sie sich wundern, wenn Sie Jäger wären über jedes abgeschossene Bild? Hier, das ist meine Knarre. Damit erlege ich mein Wild. Ich war dabei, als er Gon fiel. Ich habe den Schah von Persien ins Exil begleitet. Wirklich? Ja, wirklich. Und ich war im Gaddafi-Zelt, als die Amerikaner Libyen bombardiert haben. Tja, Saigon, Gaddafi, Schah von Persien. So gesehen liegt ja Padecillo nicht gerade im Brennpunkt des Weltgeschehens, wa? Da kann ich immer den großen rosa Teddybär schießen, der ganz oben im Regal steht. Ahora sí. Gracias. Viene, espera, espera. Hoffentlich haben Sie genug Kleingeld dabei. Ich? Wieso? Ich habe nichts falsch gemacht. Das waren keine Polizisten. Die beiden kenne ich. Die fangen an, mich zu interessieren. Hallo! Punto! Was algo, taco! Coño! Chef, einmal einen Tank voll. Jeno. Noch Diesel. Was? Noch Diesel. Kein Diesel?
Hört mal, ihr seid die letzte Tankstelle hier weit und breit. Ihr müsst doch Diesel haben. Nur Diesel. Augenblick. Na bitte, funktioniert doch. Mann. Wo ist er? Okay, du hast manchmal Ärger mit den Gringos hier. Ich bezahle sofort. Bitte. Oh no, not get over here. Nimm die Knete und gib das Ding her. Oh, nicht so weit. Nächstes Mal werde ich richtig böse, ne? Was ist hier los? Vamos, apúrate. Bleib cool, Mann. Kurz vorm Ziel bin ich geschludert. Ich hab's gleich. Du kriegst dein Geld. Wie verabredet? Moneta später, verstehst du? Du bist die Letzte. Du kannst Lassen Sie mal die Bremse hören. Ja, ist okay.
Da ist endlich mal was passiert. Da hat sich's mal gelohnt, ein Foto zu machen. Und der Meister vergisst, auf den Knopf zu drücken. Naja, Sie können ja Ihren Lebensretter fotografieren, steht vor Ihnen. Hab ich doch schon tausendmal. Ein schwitzender Trucker vor absolut öder Landschaft gibt auf dem Foto nichts her. Nee? Ist mehr was für ein Film. Ja, davon verstehe ich nichts. Aber immerhin. Ein paar Dollar bringt das auch. Aber wenn Sie die beiden von der Straße gefegt hätten, ich meine so richtig. Ich mit Tel und Weinler, der Chevy fliegt durch die Luft, rumsti-bumsti, holter die Polter, schlägt auf, Stichflamme, zwei verkohlte Leichen, naja, schätzungsweise 5.000 Dollar. So viel Geld gibt's dafür? 5.000 Dollar für zwei verkohlte Leichen? Mindestens. Bei einer entsprechenden Story noch mehr. Ich will lieber sagen, ich darf nur du sagen, Franz, oder? Wenn sein muss. Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn die beiden uns nochmal über den Weg laufen, dann vergisst du, dass du ein Heiliger bist, ja? Leg's richtig los, ich halte drauf und nachher teilen wir uns die Chose, hm? Also nur nochmal, dass ich nichts falsch verstehe. Du willst knipsen, wie ich die beiden armen Schweine umbringe und dafür bietest du mir Geld an. Wer redet von umbringen? Ich hab doch kein Wort von umbringen gesagt. Ist doch reine Notwehr. Moment. Ey, was ist denn los? Hab ich was Falsches gesagt? Ey. Hopp! Was machst du? Franz, nimm mich doch mit! Ich sag dir, die ganze Gegend kümmert doch von Bandoleros! Ohne mich hast du keine Chance! Du kommst zurück, du komischer Heiliger! Ich warte hier. Exakt hier! Er kann mir viel erzählen. Von wegen Bandoleros, Pancho Villa. Aber nicht mit mir. Amigos. Por favor.
erste Barrikade. Sehr bald. Holz oder Steine? Autowracks. Pferde oder Chips? Pferde. Und dann fing es an rumzuballern. Piff, paff, puff. Und der Kapitän der Landstraße, der hat Reise ausgenommen. Und was wollen wir nun machen? Ein paar gute Fotos, wenn alles glatt geht. Sieht ja wunderbar aus, malerisch. Schauen wir gleich ein Foto machen. Na herrlich, no großartig. No pasa, no pasa, no pasa. No pasa. No pasa. Wie kommt das eigentlich, dass auch jetzt noch immer kein Gefühl von Sicherheit in mir aufsteigen will? Keine Sorge, ich regel das schon. Hä? Hola, amigos. Machete. Machete. Was sagt er? Sie steigen jetzt besser auch aus. Da meinen Sie, dass ich draußen sicherer bin, ne? Oh, ist alles nur Theater. Sie wie die Kinder, die Mexikaner. Un momento. Soy un amigo, hombre. Schöne Kinder. Ah, okay, ja? No. Yo soy amigo. No, amigo. No, amigo tuyo. Oh, hier, hola, amigo. Hier, hola, amigo. Hey, oh, Kollege. Schönen guten Tag, Diane. Manos arriba. Was sagt er? Sie sollen die Hände hochnehmen. Nehmen Sie die Hände hoch. Ja, ist ja schon gut, mache ich ja. Kinder, könnt ihr mit mir reden? Ich mache doch alles, was ihr wollt. Okay, regt euch nicht auf, Jungs. Vielleicht sagen Sie jetzt mal so langsam das Zauberwort. Hey! Noch drei Bilder, dann bin ich fertig. Männer, regt euch nicht auf. Regt euch nicht. Moment. Überleger. Also, lass uns. Alles Gute. Schönes Zauberwort. Das wirkt immer. Hat wahrscheinlich der Wind ausgeblasen, wa? Ist doch egal. Irgendwo da draußen auf dem Meer. Bilder von brennenden Öltürmen gibt's da haufenweise. Ach, hör bloß auf mit deinen Bildern. Wenn's hier nicht brennt, wozu bin ich dann hergekommen? Um deinen verdienten Lohn abzuholen. Da. Hello there. Boy, you really must be tired. Zum Geld zählen reicht noch. You're one hell of a driver. Könnten wir ja einen Orden anhängen, Aktivistenorden. As you can see, there's no more fire. Ja, tut mir leid, wir haben unsere Arbeit gemacht. Ich sehe schon, dass hier nichts mehr brennt. Herzlichen Glückwunsch. You'll get your money tomorrow. Wieso tomorrow? Erst das Geld und dann die Ware. Hey, just keep cool. Cashier's closed. It's impossible. Impossible? You are impossible. Was sind denn das hier für Sitten? You'll get your fucking money tomorrow. Now get some sleep. He'll drive you to town. Wir sehen uns dann später in Perdesillo. Ja, schon gut. Here's the pictures. First class. These are pictures from your trip? Aber Schuhe. These aren't the real pictures. Come on, give me the right ones. Hey, come on, you guys!
Go, catch him! Go, let's go! Brady? Hello, Jill. I want to speak with Croft. And you haven't seen him? Also nochmal, Meister. Ich heiße Franz Meerston. Für mich muss hier ein Zimmer bestellt sein. Und ich will jetzt von Ihnen nur noch den Schlüssel. Den Schlüssel. Na Mann, das ist doch ein Hotel. Hier steht doch dran, Hotel Playa. Da liege ich doch richtig, oder? Ich leg mich gleich hier auf die Erde und schlafe hier eine Runde. Das wird einen schlechten Eindruck auf eure Gäste machen. Er hat kein Zimmer frei. Das ist alles belegt. Da schlafen sich die Jungs und werden der aus. Mann, nehmen Sie bloß den Namen nicht in den Mund. Sagen Sie mal, wissen Sie hier noch eine andere Übernachtungsmöglichkeit? Sie können bei mir schlafen. Ehrlich? Ja. Echt? Aber das ist doch hoch anständig von Ihnen. Und sehr großzügig. Dürfte ich mal fragen, wer Sie sind? Jill Kramer, Journalistin. Und Sie sind der deutsche Trocker, der diese Rallye für Brentford Petrol gefahren ist? Jawohl. Gut informiert. Dann kennen Sie auch schon das Ende der Geschichte, ne? Der große Held kommt an, das Feuer brennt nicht mehr. Schlechte Schlagzeile. Haben Sie irgendwas mit diesem Korf zu tun? Ja, ich bin seine Partnerin. Hans hat mich vorher unterwegs angerufen. Er hat gesagt, dass er zusammen mit Ihnen hier ankommt. Ach so. Was denn? Und mit so einem Kotzbrocken arbeiten Sie zusammen? Ja. Dann sind Sie am Ende auch die Frau, mit der deine Familie gründen will, wa? Gut, Entschuldigung. War nett, Sie kennengelernt zu haben. Habe die Ehre. Nee, warten Sie mal. Was fragen Sie, wenn Sie sowieso schon sitzen? Besonders gesellig sind Sie nicht gerade. Was hat Korf Ihnen eigentlich getan? Oh, nehmen Sie den Namen nicht in den Mund, ich esse gerade. Übertreiben Sie nur nicht ein bisschen. Ich bin ja selbst kein Kind von Traurigkeit, aber diese Zeitungsmenschen, diese Reporter, die sind mir zu brutal. Am besten von einem... Sagen Sie nur, Jill. Am besten von einem Jill, Sie sagen mir einfach, was Sie von mir wollen und die Sache ist erledigt. Ich mache mich Sorgen um Korf, er müsste schon längst zurück sein. Also ich kann es Ihnen nicht sagen. Vielleicht trinkt er noch ein Bier mit seinen Ölbonzen oder er entwickelt seine Sensationsfilme. Quatsch. Ich glaube, er wird dort mit Gewalt festgehalten. Er hat Fotos gemacht, mit denen er die Firma stark belasten kann. Sie haben dort eine Menge krumme Dinge gedreht. Meinen Sie, so ein Feuer bricht von alleine aus? Naja, sowas hat er angedeutet. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Ach, Polizei. Der Polizeichef Tenente Lore spielt jeden Abend mit Leuten von Ölkamp Poker. Außerdem, ich habe keine Beweise. Mir ist es völlig wurscht, mit wem die Höfritzen pokern. Hauptsache, sie zahlen mir meinen Lohn. Aber Korf hat die Beweise. Was ist nun? Helfen Sie mir. Weiß ich noch nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich heute Nacht schlafe. Nothing on him. No, he knows nothing. Maybe I can use him. I need another couple of days. Well, if I don't call back, you gotta get in action, okay? Bye. So you're the business associate, the partner of Korf, huh? Hören Sie, Big Boss, ich bin nicht hergekommen, um mit Ihnen Konversation zu machen. Ich will mein Geld, my money, und das ist alles. Also, wo ist es? How much? Sag mal, könnt ihr euch hier keine Zahlen merken? So much, wie wir ausgemacht haben, will ich.
And tell me, do you expect that in Mexican pesos or in Deutschmarks? Sie können mir ja polnisches Lotti geben, dann kann ich einen ganzen Koffer voll mitnehmen. Gibby, why don't you show him how the money flows around here, please? Das wurde auch Zeit. Sag mal, seid ihr verrückt geworden? Where is that damn material? Ihr könnt mich mal kreuzweise. Look, around here you're not gonna act like an animal. Is that clear? Vielleicht können Sie sich mal anstrengen, einen zusammenhängenden Satz zu sagen. Well, I can tell you one thing. That cough of yours is up to no good. Ich hab mit eurem Cough nichts zu tun. You're just one step behind a little more stupid. Ich bin hier, weil ich meinen Lohn haben will. So viel Geld wird ja wohl in der Kasse sein. Der ganze Scheiß gehört euch doch, oder? Gibby, bring him in. Warte, du. Wir sprechen uns noch und wir auch. Ach. Korf. Your boy here doesn't seem to know what we're talking about. Gib auf, Hans. Es hat keinen Zweck. Gib ihm die Filme, dann lassen wir uns laufen. Du Ratte, du ziehst mich nicht in deine miesen Geschäfte. Mach dich um, Junge. Hola, amigos. Look, catch that bastard. Don't let him get away. Get him, quickly. Hallo, schönes Fräulein. Oh, hoppla. Haben Sie Korf gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja, und? Er sieht ähnlich bewegungsbehindert aus wie der da. Was ist denn mit dem passiert? Na ja, er wollte mich mitnehmen. Ich hatte keine Lust. Ich habe auf Sie gewartet. Sehen Sie, so schnell gewöhnt man sich aneinander. Suéltame, cabrón! Sí, suéltame! Warte mal, Leute, alle Achtung. Das ist ein hochinteressanter Knoten. Vater war Seemann. Ach. Vielleicht können wir den da gegen Korf austauschen. Korf. Sie denken immer nur an Korf. Ich muss auch an mein Geld denken. Für den da kriegen wir weder das eine noch das andere. Ja, und wenn Sie Korf umbringen? So dumm werden Sie nicht sein. Warum nicht? Weil Korf der Einzige ist, der weiß, wo die Filme wirklich liegen. Von mir mal ganz abgesehen. Sie wissen es? Ja. Aber Franz, dann sind Sie in Gefahr. Sie sollen mir viel lieber die Filme geben. Ich denke gar nicht dran. 2000 Kilometer bin ich gefahren mit dem Öllöschzeug. Aufstehen, umdrehen. Durch Tag und Nacht. Dafür will ich jetzt endlich meinen Lohn sehen. Hey, was machen Sie denn da? Zuhören. Du gehst jetzt zu deinem Boss und sagst ihm, er kriegt seine Filme. In 2 Stunden hinter San Cristobal am versteinerten Sombrero. Er soll mein Geld mitbringen, meine Pesos. Hä? Ja, und den Korb soll er auch mitbringen, damit endlich Ruhe ist. Yes, Brenin. El dos oros a la sombrero de Pietra. En cambio, Korf contra las películas. Sí? Sí. Sí. Okay. Ja, wo sind jetzt die Filme? Sollen wir sie nicht holen? Was denn für Filme? Ich habe keine Ahnung. Ja, Sie haben doch eben gesagt. Sehen Sie, Sie haben es geglaubt, der Gorilla hat es geglaubt und Brady wird es auch glauben. Ja, was geben wir denn dann? Na, was Sie haben wollen. Filme. Haben Sie mal ein Stück Packpapier? Ja. Ja, damit. Das nur gut geht. Ich mach das schon. Ich fahr mit. Sie bleiben hier. Das ist nichts für Frauen. Ja, für Männer vielleicht. Nein, für Männer ist es auch nichts, aber ich fahr trotzdem alleine. Sie können es einfach nicht lassen, was? Ihr Vater, der Seebär, hätte Sie ruhig mal übers Knie legen sollen. Hat er gemacht. Dann bin ich von zu Hause abgehangen. Oh, darf ich mal? Fängt ja gut an. Können Sie damit auch umgehen? Was glauben Sie? Ich fürchte, ja.
Have you got the photographic material? Habt ihr Korf? Bring him out. Schnell. Franz, du weißt nicht, was du tust. My money. All right, look, just pick up the film, turn over the son of a bitch, and let's get out of here. Fuck you. Ja, du kannst froh sein, dass ich kein Englisch verstehe. Ferkel. Was ist das überhaupt für eine Ausdrucksweise? Du redest hier nicht mit einem von deinen amerikanischen Motherfuckern. Da fahrt ihr hin. Millionen Pesos, die mir zustehen. Hans! Habt ihr dir was getan? Wir haben ihm was getan. Wir haben sie aufs Kreuz gelegt, Baby. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Du bist großartig gewesen. Könntest du mir mal die Freude machen und mich aufklären? Was ist denn drauf auf diesen Film? Okay, Franz, also. Wir haben hier oben jede Menge krumme Dinger gedreht. Und ich kann es beweisen. Zum Beispiel nachlässige Sicherheitsvorkehrungen, Schlampereien am Bohrloch. Angeblich haben die teures Gerät eingekauft, was nie hier angekommen ist. Sie haben es gleich verschabelt. Und ihre Leute mussten mit dem letzten Dreck arbeiten. Und ich habe das alles auf Film. Zwischen hier und Dallas werden, na, circa 2 Dutzend Köpfe werden da rollen. Und Gibson und Brady sind auf jeden Fall dabei. Weißt du, als du mich rausgeschmissen hast aus deinem scheiß Lastwagen, da habe ich mir plötzlich gedacht, ich kann nicht vorsichtig genug sein. Und ich habe die Filme am Straßenrand versteckt. Ich bin ganz schön in Schwitzen gekommen. Aber nicht so wie später am Bohrloch, als Gibsons Gorillas mich in die Mangel genommen haben. Die haben vielleicht dämlich aus der Wäsche geguckt, als sie gemerkt haben, dass ich die Filme gar nicht mehr habe. Das ist doch großartig. Dann fahren wir jetzt los und holen die Filme. Jetzt hast du Blut geleckt, hm? Du kriegst was ab. Von Jills Anteil. Das war ja Quatsch. Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Wir holen die Filme und übergeben sie der Polizei. Denn wenn das wirklich so ein heißes Beweismaterial ist, dann sollen die das auch verwenden. Und danach kommt erst deine Fotoreportage. Verstehst du? Das sehe ich anders, Franz. Das sehe ich ganz anders. Ich habe zu lange auf diese Chance gewartet. Mit der Story komme ich ganz nach oben. Und die lasse ich mir von niemand kaputt machen, auch nicht von dir. Hör doch mal auf, Mensch. Warte doch mal. Wo sind die Schlüssel von dem Lastwagen? Ich glaube, die stecken. Los, hol sie. Wenn ich dir sagen würde, dass du jetzt einen großen Fehler machst, würdest du mir das glauben? Nein. Hab ich mir schon gedacht. So, steig ein. Tut mir leid, ja? Beeil dich! Armer Irrer. Naja, ich habe ja noch einen zweiten Schlüssel. Jill, wir sind reich. Wir sind nicht reich. Was soll das? Tu das Ding weg. Es tut mir leid. Ich kann nicht anders. Hör mal, Jill, du musst da irgendwas missverstanden haben. Wir können uns über alles einigen. Die Filme. Und wenn ich sie dir nicht gebe, legst du mich dann um? Probier es aus. Come on, lady. Put down the gun. Ah, what a lousy trick. And new films. Come on, give them the films. Go ahead and pick them up.
liegen, lass liegen, lass liegen. Okay, okay, okay. Franz, ich verblute. Ich denke, Fotoreporter sind unverwundbar. Du. Pass an hier. Au. Opa. Schaffst du es bis zum Auto? Ich hab's hier geschafft, dann schaffe ich es auch zurück. Los. Como quiere que reporte esto? Schreiben Sie einfach Unfall. Um Accidente? Tja, wer A sagt, muss auch B sagen. Und wer in den Bericht reinschreibt Schussverletzung, muss auch Teniente López anrufen. Como Teniente López no ni pensarlo. Ja, genau. Sie wollen Teniente López nicht. Wir wollen ihn auch nicht. Wir sind nicht hier, keiner sucht uns. Franz hat sein Geld, fährt zurück und ich gehe über die Grenze, versuche die Story zu verkaufen. Jetzt mal alle schön freundlich. Lachen, cheese. Gut. Sagen Sie mal, Fräulein, was ich Sie schon die ganze Zeit fragen will. Der Film ist gleich zu Ende und Sie haben mir immer noch nicht erzählt, was Sie hier eigentlich spielen. Hä? Privatdetektivin? Sag mal her. Im Auftrag von der Zentrale, Houston. Sie wissen schon lange, dass hier was faul ist. Ich bin ja vielleicht ein Vollidiot. Du hast mich ja ganz kalt ausgenutzt. Naja, ist doch nicht schlimm. Ihr habt doch beide an derselben Front gekämpft. Ja, aber mit verschiedenen Interessen. Die wollen doch alles schön unter der Decke halten. Ich hätte es publik gemacht. Ich Idiot. Ich muss auf so eine nachgemachte Matari reinfallen. Aber süß ist sie ja. Ja, was soll ich denn tun? Du hattest das ganze Material schon. Ich musste mich an dich halten. Aus dem. Ich finde dich auch süß. Also, eure Liebeserklärungen sind nicht das Richtige für meine Ohren. Ich hätte mal so langsam. Hey, okay, Moment mal. Schicken Sie die Filme bitte ab. An wen? An der Zentrale. Hier ist die Adresse. Okay. Ich muss mich um Korb kümmern. Warte mal. Mögen Sie denn wirklich diesen Kotzbrocken? Ja. Gefühle kann man sich nicht aussuchen. Nein, nee, klar. Wem sagen Sie das? Eins kannst du mir glauben, ich kann diese Örtlichkeit jetzt beim besten Willen nicht mehr sehen. Frag mal Ernesto. Dann kannst du mir noch was glauben. Wenn ich im Leben je was bereut habe, dann dass ich diesem verdammten Fernandes begegnet bin. Na, frag mal Ernesto. Frag mal Ernesto. Psst. Da ist er ja. Tatsächlich, jetzt ist es passiert. Jetzt kommt er wirklich raus. Er kommt wirklich raus. Er kommt aus diesem Knast wirklich raus. Herzlich willkommen in der Freiheit. Ich habe extra eine Mariachi-Kapelle besorgt, aber es ist keiner gekommen. Nein, Mensch, ist klar, dass Sie kennen das ja im Mexiko. Gracias, Franz. Gracias. De nada, de nada. Was ist passiert? Wieso haben Sie mich rausgelassen? Ernesto, du bist rehabilitiert. Wir haben den Vertrag mit Branford Petrol in der Tasche. Aber wieso? Für die sind wir doch Aussätzige. Bill Brady ist gefeuert. Sie haben ihn erwischt, wie er stapelweise Unterlagen verbrennen wollte. Bill Brady? Ja! Er hat einen schwunghaften Handel mit firmeneigenen Geräten betrieben, seine Lagerbestände verkauft und das Geld in die eigene Tasche gesteckt. Das muss man sich mal überlegen, was in der freien Wirtschaft so passiert, ne? Da kommt unser einer ja gar nicht drauf. Ja. Heute sind die ganzen Zeitungen voll davon. Ja. Oh. Ist es nicht toll, wie ein einzelner Reporter so eine Geschichte aufdecken kann? Ja, ist das nicht toll? Ey, wie kommst du denn darauf, dass das einer alleine gemacht hat? Und wer hat das Schmuggelzeug gekauft? Fernandes. Fernandes? Sie. Franz, du weißt doch mehr von der Geschichte. Du verheimlichst mir was. Ja, habe ich eben auch mal ein Geheimnis. Der eine kommt und der andere geht. Vaya usted chingue a su madre, alemán de mierda, cabrón. Vas a ver, hijo de puta, te voy a matar. Was willst du damit sagen, hä? Du kannst froh sein, dass du in den Knast kommst.
Wenn ich dich draußen noch mal erwischt hätte, hätte ich dich in Scheiben geschnitten. Du Verbrecher, du! 10 Jahre! 10 Jahre! Dem habe ich es aber gegeben, was? Ja, warum stehen wir eigentlich hier noch so lange in der heißen Sonne rum? Also los, feiern wir meine Freilassung mit einer kalten Flasche Champagner. Das ist ein Wort, das machen wir. Ja, schon. Aber wenn du heute noch nach Deutschland fliegen willst, müssen wir uns ganz schön beeilen. Ich muss mich überhaupt nicht beeilen. Ich will mich nie mehr beeilen. Ich kann morgen nach Deutschland fliegen, ich kann übermorgen fliegen. Ja, morgen geht aber kein Flieger und übermorgen auch nicht. Wirklich, wahr? Ja. Ja, dann ist der Augenblick gekommen. Mein König. Mach's gut. Senor Morales, alles Gute. Freier con Dios, Franz. Bis in 12 Jahren. 12 Jahren? Da bin ich verheiratet. Da habe ich 10 Kinder. Eins schöner als das andere. Wir werden das nachprüfen. Seine Kollegen, und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Um 12:30. Warum glauben Leute, die man mitten in der Nacht aufweckt, eigentlich immer, sie hätten die einzigste Uhr weit und breit? Wir waren mitten in einem Traum. Weißt du, wovon ich geträumt habe? Es brennt im Golf von Tehuantepec. Hey, nee, ich träume nie von Brennen. Ich träume immer vom Fliegen. Also, ich fliege gerade so schön durch eine Häuserzeile durch. Rat mal, wer mich gerade angerufen hat. Keine Ahnung. Bill Brady von Brentford Petrol. Die brauchen uns. Wieso kommen die denn gerade auf uns? Den Kram für Brentford Petrol hat das sonst immer der Ganove gefahren, der Fernandes. Das ist es ja. Die haben bei Fernandes angerufen und da ist niemand ans Telefon gegangen. Das ist doch die Gelegenheit, auf die wir immer gewartet haben. Am Bahnhof steht ein Container mit Zeug für Red Adair und seine Leute und wartet darauf, sofort nach Perdicillo gefahren zu werden. Du war nicht so hastig.
Was ist denn da drin in dem Container? Keine Ahnung. Irgendwas, was er braucht, um das Bohrloch zu sprengen. Franz, die Hauptsache ist, das Zeug kommt schnell an. In welchem Zustand ist denn die Straße? Das ist mir vollkommen wurscht. Wenn wir es fertig bringen, Fernandes auszuschalten, weil wir in 2 Tagen das Zeug am Meer haben, haben wir die Möglichkeit, in Zukunft alle Aufträge von Branford Petrol zu kriegen. Weißt du, was das heißt? Nee. Das ist ein Riesenladen. Da können wir 20 neue Lastwagen kaufen oder 30. Erstmal ankommen, das ist die Devise. Soll ich dir noch einen Kaffee machen, bevor du fährst? Nee, brauche ich nicht. Ich brauche auch die 20 oder 30 neuen Lastwagen nicht. Ich kann sowieso bloß einen fahren. Das Einzige, was mich wirklich reizt, ist, dem Fernandes eine rüberzuziehen. Gracias, amigo. Was ist denn jetzt los? So, und jetzt mal die Hose runter, bitte. Danke, vielleicht mal lächeln. Den Daumen nach oben. Kannst auch der Finger sein? Aber immer, mucho optimistico. Gut machen Sie das, Sie sind talentiert. Aber nicht für ungut, Kollege. Sie sind der Mann, auf den ich seit einer Stunde gewartet habe. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist Korf, Hans Korf. Ich werde mit Ihnen fahren. Warten Sie einen Augenblick, ich hole nur meine Tasche. Nee, nee, Sie brauchen Sie nicht zu ereilen, Mann. Weil ich nämlich sowieso ohne Sie fahre. Ich glaube, Sie haben mir nicht wirklich zugehört. Die Firma will die Reportage und ehrlich gesagt, ich auch. Welche Firma und welche Reportage? Branford Petrol. Wir beide sind auf derselben Gehaltsliste. Hören Sie zu. Einstieg für die Story habe ich schon. Das zur Löschung des brennenden Bohrlochs benötigte Material im Wettlauf mit der Zeit an seinen entlegenen Bestimmungsort zu bringen, kämpft ein deutscher Kapitän der Landstraße mit allen Widrigkeiten. Hm? Die Widrigkeiten, mit der ich im Moment zu kämpfen habe, sind nur Sie. Okay, okay. Ich meine, wir müssen ja nicht gleich heiraten. Das wäre ja auch noch schöner. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja? Ich kümmere mich um Ihre Arbeit überhaupt nicht und mische mich in gar nichts ein. Ist das ein Wort? Das ist mal ein Schuss mitten ins Schwarze, amigo. Ich mache meins und Sie machen Ihres. Und zwar fein säuberlich voneinander getrennt. Nein, nein, Sie haben mich noch nicht verstanden. Keine Chance, Kapitän, wir gehören ab jetzt zusammen. Die Firma will eine Reportage über Sie, weil es gutes PR-Material gibt. Hm? Die Fahrt von hier nach Pelesillo dauert 2 Tage und 2 Nächte. Mindestens. Pinkeln und tanken nicht gerechnet. Das ist für 2 Leute, die sich nicht leiden können, in der engen Kabine ein ganz schöner Trip, mein lieber Schwan. Ich hab nichts gegen Sie. Das ist die eine Seite der Angelegenheit. Die andere ist, dass ich Sie ziemlich unsympathisch finde. Aber soll ich mich mit Ihnen rumstreiten? Hier, rufen Sie die Firma an, fragen Sie nach Bill Brady. Wenn Sie mit dem gesprochen haben, dann werden Sie mich lieben. Was werde ich Sie lieben? Wer ist denn Bill Brady überhaupt? Big Boss oben in Pedicillo. Na schön. Nehmen Sie mal den Klotz hier weg. So geht das. Danke. Also dann entscheide ich jetzt, dass ich Sie mitnehme. Nicht Bill Brady, sondern ich. Und wenn Sie mir unterwegs einmal auf die Nerven gehen, dann sind Sie entlassen. Alles klar, Kompadre. Hagan lo que puedan, pero deténganlo, deténganlo a este Franz Murdoch. No problem. No problem, no problem. Par de pendejos. Si esta vez me fallan, los amarro a un burro y los mando al desierto de Sonora. ¿Entendido? No se preocupe, tío. No problem. Warst du schon mal in Pelesillo? Nein. Ein Drecksnest. Was ist denn da passiert in Pelesillo? Brand im Kesselraum, könnte man sagen, Kapitän. Das schwarze Gold verwandelt sich in schwarzen Rauch. Und das schon seit einer Woche. So tief kann der Ölpreis gar nicht sinken, dass mir bei dem Gedanken, wie viel Geld da schon verbrannt ist, nicht übel wird. Es ist nämlich ein gutes Bohrloch da oben, das Beste in der Gegend. Die Firma ist in ziemlicher Bedrängnis. In der Haut von Bill Brady möchte ich nicht stecken. Brady ist wohl der große Zampano da oben, was? Noch. Aber ich schätze, wenn der Zauber vorbei ist, dann werden einige Köpfe rollen. Und deiner, denke ich, ist darunter. Was hat er denn ausgefressen? Hat er eine brennende Kippe ins Bohrloch geschmissen oder was? Niemand weiß, wie das Feuer angefangen hat, aber vor allem niemand weiß, wie es ausgeht. Am Ende steht jemand mit bekleckertem Hemd da. Das ist sicher.
Und das Zeug, was ich da hinten drauf habe, wozu ist das gut? Das ist Rettes Erst Geheimnis. Ich schätze, er wird versuchen, das Bullock auf dem Meeresgrund zuzusprengen. Und im entscheidenden Augenblick sind Sie mit Ihrem Fotoapparat da und knipsen ein paar schöne Fotos für die Lieben daheim. Ja? Jetzt müssen wir mal hinkommen, Kumpel, Sie und ich. Ich meine, Sie fahren ganz ordentlich bisher. Herzlichen Dank. Aber diese Spedition Morales, für die Sie kutschieren, ich weiß nicht. Vorsichtig, ja? Vorsichtig. Also. Der Besitzer im Knast, die Bilanzen einer einzigen Orgie in Rot, die Chefin eine abgewrackte Tussi, die nicht mal ein Pancho ans Gaspedal kriegt. Tussi? Warte mal, verehrter Landsmann, würden Sie sich eigentlich sehr wundern, wenn Ihnen mal einer aus dem Maul haut? Ich wundere? Ich wundere mich nie. Schade. Für einen Reporter? Würden Sie sich wundern, wenn Sie Jäger wären über jedes abgeschossene Wild? Hier, das ist meine Knarre. Damit erlege ich mein Wild. Ich war dabei, als er gone fiel. Ich habe den Schaf von Persien ins Exil begleitet. Wirklich? Ja, wirklich. Und ich war im Gaddafi-Zelt, als die Amerikaner Libyen bombardiert haben. Tja, Saigon, Gaddafi, Schah von Persien. So gesehen liegt ja Perdesilio nicht gerade im Brennpunkt des Weltgeschehens, wa? Da kann ich immer den großen rosa Teddybär schießen, der ganz oben im Regal steht. Ja, oder wie? Oder sie? Haben Sie genug Kleingeld dabei? Ich? Wieso? Ich habe nichts falsch gemacht. Das war ja gar nicht schlecht. Springen Sie immer so mit Polizisten um? Mira! 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 Cabrón! Cabrón, mira con nuestra patrulla, lo tengo! Patrulla! Das waren keine Polizisten. Die beiden kenne ich. Die fangen an, mich zu interessieren. Hallo! Punto! Haz algo, taco! Coño! Chef, einmal einen Tank voll. Jeno. Noviso. Was? Noviso. Kein Diesel? Hört mal, ihr seid die letzte Tankstelle hier weit und breit. Ihr müsst doch Diesel haben. Nur Diesel. Augenblick. Na bitte, funktioniert doch. Mann. Noviso. Okay, du hast manchmal Ärger mit den Gringos hier. Ich bezahle sofort. Bitte. Oh no, no quiero ir. Nimm die Knete und die Flüchtlinge her. Oh, nicht so weit. Nächstes Mal wäre ich richtig böse, ne? Was ist hier los? Vamos, apúrate. Na cool, Mann. Kurz vorm Ziel bin ich geschludert. Ich hab's gleich. Apúrate, mi dinero. Du kriegst dein Geld. Wie verabredet? Moneta später, verstehst du? Jetzt die letzte. Du kannst einfach.
Wir sind ja mit Geld nicht zu bezahlen. Aber festhalten. Gleich geht's los. Was will er denn mit dem Besenstiel? Ich will den Bremsschlauch vom Auflieger abmachen. Was? Sportfreund, aber heben sich noch ein paar Fotos auf. Wenn die Bergabtour kommt, dann wird's noch spannender. Drängen Sie die noch ab? Dann rutschen Sie ab, brechen sich den Eis und explodieren. Ja und, die wollen dasselbe doch mit uns machen. Ich bin aber nicht die. Mal die Bremse hören. Ja, ist okay. Da ist endlich mal was passiert. Da hat sich's mal gelohnt, ein Foto zu machen. Und der Meister vergisst, auf den Knopf zu drücken. Naja, Sie können ja Ihren Lebensretter fotografieren, steht vor Ihnen. Hab ich doch schon tausendmal. Ein schwitzender Tracker vor absolut öder Landschaft gibt auf dem Foto nichts her. Nee? Ist mehr was für ein Film. Ja, davon verstehe ich nichts. Aber immerhin. Ein paar Dollar bringt das auch. Aber wenn Sie die beiden von der Straße gefegt hätten, ich meine so richtig. Ich mit Thiel und Weinder, der Chevy fliegt durch die Luft, rumst die Bumsti, holter die Polter, schlägt auf, Stichflamme. Zwei verkohlte Leichen, naja, schätzungsweise 5000 Dollar. So viel Geld gibt's dafür? 5000 Dollar für zwei verkohlte Leichen? Mindestens. Bei einer entsprechenden Story noch mehr. Ich will dir was sagen. Ich darf nur du sagen, Franz, oder? Wenn's sein muss. Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn die beiden uns noch mal über den Weg laufen, dann vergisst du, dass du ein Heiliger bist, ja? Leg's richtig los, ich halte drauf und nachher teilen wir uns die Chose, hm? Also nur noch mal, dass ich nichts falsch verstehe. Du willst knipsen, wie ich die beiden armen Schweine umbringe und dafür bietest du mir Geld an. Wer redet von umbringen? Ich hab doch kein Wort von umbringen gesagt. Ist doch reine Notwehr. Moment. Ey, was ist denn los? Hab ich was Falsches gesagt? Ey. Hopp. Was machst du? Franz, nimm mich doch mit! Ich sag dir, die ganze Gegend kümmert doch von Bandoleros! Ohne mich hast du keine Chance! Du kommst zurück, du komischer Heiliger! Ich warte hier. Exakt hier! Er kann mir viel erzählen. Von wegen Bandoleros, Pancho Villa. Aber nicht mit mir. Amigos.